Herzlich willkommen wieder zu meiner Sendung Standort Berlin, Stadtgespräch Wirtschaft. Mein Name ist Peter Brinkmann. Das Jahr geht zu Ende und man muss natürlich Bilanz ziehen. Das tun wir alle, wie es im Privatleben war und natürlich auch in der Politik. Und es gibt eine Senatorin, die hat sich ein besonderes Ziel gesetzt, nämlich Berlin ganz nach vorne zu bringen, wirtschaftlich. Abgesehen davon, dass alle anderen Senatoren und Senatorinnen das auch machen. Aber die Wirtschaftssenatorin hat eine besondere Aufgabe. Und deswegen begrüße ich heute ganz herzlich Cornelia Itzer. Herzlich willkommen. Sie sind seit 3 Monaten ungefähr im Amt, nicht? Wissen Sie genau, wie viele Tage? Fast 100 Tage. Also haben Sie noch ein paar Tage Schonfrist. Ich glaube, Schonfrist hat man heute nicht mehr als Politiker. Das ist auch in Ordnung. Man arbeitet von Tag 1 an und das macht mir auch sehr viel Freude. 15 Jahre waren Sie nicht Politikerin. Sie sind mit 29 in die Politik gegangen, da wurden Sie Staatssekretärin. Wenn ich erinnere, damals war ich ja auch in Bonn, war Ihre Chefin eine gewisse Angela Merkel. Richtig. Die heutige Kanzlerin. Da wurden Sie Staatssekretärin. Dann wurden Sie Staatssekretärin für Forschung und Technologie. Dann stiegen Sie aus. 15 Jahre in der Privatwirtschaft. Pharmaindustrie. Das letzte Mal, als wir beide hier gesprochen haben, waren Sie noch Referentin des Verbandes der forschenden Pharmaindustrie. Richtig? Genau, das waren die Zeiten, als ich dafür zuständig war, den Pharmastandort Berlin nach vorn zu bringen. Genau. Also, und jetzt sind Sie seit fast 100 Tagen Senatorin. Macht Ihnen Spaß? Ja, weil ich auch sehr offen aufgenommen wurde, sowohl von den Mitarbeitern der Wirtschaftstechnologieverwaltung als auch von der Berliner Wirtschaft. Ich habe, wie Sie sagen, 15 Jahre lang als Wirtschaftsvertreterin diesen Standort Berlin begleitet, war, wie ich sage, auch mal kritisch gegenüber der Wirtschaftspolitik, weil ich gesagt habe, diese Stadt hat so viel Potenzial, lasst uns nicht nur über das Potenzial reden, sondern es auch einmal heben. Ja, ich kann mich erinnern, und jetzt das haben möchte Sie ich gesagt machen. In unserer ja, letzten sehen Sendung. Sie? Ist, so, Sie erinnern jetzt, sich, jetzt, sehen Sie, ich halte Wort. Ja, jetzt müssen Sie es machen. Jetzt bin ich da. Sie waren ja im letzten politischen Amt, 15 Jahre her, nur Staatssekretärin, Anführung, nur Staatssekretärin für Technologie und Forschung. Jetzt sind Sie Ministerin, Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Forschung. Warum ist denn das so wichtig? Also ich gestehe Ihnen offen, ich habe das Amt für Forschung und Technologie geliebt. Aber ich habe damals schon gesagt, jetzt fehlt noch die Wirtschaft als Kompetenz, das macht die Sache rund. Denn wozu wir kommen müssen, ist, Wertschöpfungsketten abzubilden. Von der Grundlagenforschung über die angewandte Forschung bis hin zum Produkt, damit Produkte aus Berlin Arbeitsplätze in Berlin schaffen. Aber wir haben doch so wahnsinnig viele Masterpläne. Haben Sie jetzt gerade auch einen aufgelegt oder mögen Sie das Wort gar nicht? Das klingt so alles nach Plan. Ja, und ich bin keine besondere Freundin der Masterpläne. Daraus habe ich von Tag 1 keinen Hehl gemacht. Sicher muss man planvoll vorgehen. Aber wichtiger als Papiere schreiben ist Handeln. Und wenn es überhaupt Pläne gibt. Endlich sagt's mal einer. Und wenn es überhaupt Pläne gibt, dann sollen es Umsetzungspläne sein. Darüber rede ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern in dieser Stadt. Was brauchen sie? Was müssen wir an zusätzlichen Impulsen aus der Wirtschaftsförderung herausgehen, damit es mehr Arbeitsplätze, mehr Wirtschaftskraft für Berlin gibt in ich der Zukunft? Ich nehme mal an, dafür kriegen Sie eine Menge Applaus, weil ja alle Unternehmer denken, wir müssen was unternehmen und wir wollen kein Papier lesen, was die sich vorgenommen haben. Merken Sie denn schon in diesen fast 100 Tagen, da gibt es einen Ruck, da geht es voran? Berlin hat ja inzwischen wieder Wachstumsdynamik. Wir haben ein Wachstum, das deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt. Das liegt daran, dass viele Gründer in der Stadt sind. Wir liegen über dem Bundesdurchschnitt? Wir liegen deutlich seitdem über dem Sie da Bundes. Sind? Nicht seitdem ich da bin, aber ich möchte das weiter mit beflügeln. Diese Dynamik ist da, aber Sie wissen auch, ein Standort, der sich gut entwickelt, kann sich den konjunkturellen Einflüssen nicht entziehen. Und es ist
international wie national schwierig. Da gibt es Wolken am Horizont, da sind Kapitalmärkte, die sind sehr volatil, das heißt unzuverlässig. Und insofern muss man sich mit einem klaren Wachstumsprogramm entgegenstemmen. Und das möchte ich auf den Weg bringen, gemeinsam mit den Unternehmen in dieser Stadt. Gründungsförderung weiter betreiben. Berlin ist eine Mittelstandsstadt. 98% unserer Betriebe gehören dem Mittelstand an, sei es Handwerk, Handel, Dienstleistung. Für diese muss man konkret arbeiten. Berlin ist aber auch wieder Industriestandort. Ich wollte Sie gerade unterbrechen. Und wo bleibt das Wort Industrie? Und da hatten Sie schon auf der Zunge. Ja, Industriestandort ist mir ganz wichtig, weil wir wissen alle, historisch gesehen war Berlin die Wiege der Industrie. Denken Sie an Siemens oder Borsig. AG, Lufthansa, und alles dann, hier gewesen. Und dann ist nach der Wende letztendlich viel zusammengebrochen. 200.000 Industriearbeitsplätze sind abgebaut worden in dieser Stadt. Nur 100.000 sind übrig geblieben. Und jetzt passiert etwas ganz Entscheidendes. Die Arbeitsplätze, die verblieben sind, erneuern sich. Man kann auch sagen Runderneuerung. Die Unternehmen setzen sehr stark auf Innovation. Wir sprechen von industriellen Arbeitsplätzen. Industrielle Arbeitsplätze. Innovation, Technologien, Zusammenarbeit mit den Forschungseinrichtungen in der Stadt. Diese Runderneuerung ist wichtig, weil die Unternehmen damit wieder an der Spitze stehen. Und das sind durchaus auch mittelständische Unternehmen, Maschinenbau, Elektrotechnik. Das alles findet hier wieder statt. Und da müssen wir, gerade auch wenn die Unternehmen weiter Wachstum wollen, und ich treffe viele Unternehmer, die sagen, ja, wir wollen wachsen, das müssen wir flankieren. Und Industrie ist mir deshalb in der Stadt auch so wichtig, weil wir eine Menge an Ansiedlung, an Aufbau haben und es sind immer hochqualifizierte Arbeitsplätze. Das finden Sie auch in der Industrie, aber die Industrie hat auch ein breit gefächertes Arbeitsplatzanforderungsprofil. Und das ist wichtig, weil wir für unterschiedliche Qualifikationen in dieser Stadt Arbeitsplätze brauchen. Und dafür möchte ich auch eintreten. Sie bringen eine Menge Optimismus mit. Ja, weil alle sagen, Berlin hat doch gar keine Industrie, Berlin kriegt keine Industrie, wir haben gar keine Flächen mehr für Industrie. Das stimmt ja offenbar alles gar nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt keine Hauptstadt in Europa, die so stadtnah Gewerbeflächen, aber auch Industrieflächen für Ansiedlung bieten kann wie Berlin. Wir haben Zukunftsorte, da versuchen wir, bestimmte Technologien zu konzentrieren. Künftig Tegel für urbane Technologien, aktuell aber auch schon in Hellersdorf-Marzahn den Cleantech-Park, wo Industrieflächen bereitstehen für Ansiedlungen. Wir haben Adlershof, wir haben Berlin-Buch, Adlershof und Buch, zwei Zukunftsorte, die bewiesen haben, dass es funktionieren mit kann. Mit Buch hatten Sie ja schon mal früher zu tun, nicht? In der Pharmaindustrie, und das heißt Buch. Noch viel früher. Als Staatssekretärin. Ne? Buch entdecke ich gerade wieder, weil das Max-Dillbrück-Zentrum in Berlin-Buch war die erste Forschungseinrichtung, in der ich vor 20 Jahren oder fast 20 Jahren Kuratoriumsvorsitzende war. Und ich kann mich gut daran erinnern, Buch damals schon wissenschaftlich gut aufgestellt. Aber im Grunde, wenn man an den Campus denkt, es sah dort traurig aus. Grau, und braun, damals zerfallen. Haben wir gesagt, hier ist wissenschaftliche Kompetenz. Da müssen wir eine Internationalisierung herbeiführen. Und der Wunsch ist, eines Tages siedeln hier Unternehmen an. Und wenn ich heute nach Buch komme, dann ist ganz zu Beginn am Campus eine neue Firmenzentrale eines Berliner Unternehmens. Und das ist eigentlich, Eine kleine Plakette hängt da, nicht? Dank Cornelia Itzer. Das ganz bestimmt nicht, aber es ist so schön, wenn man Dinge auf den Weg bringt und dann auch weiterverfolgen kann.
Also dass es Ergebnisse erzielt. Und das ist ja das, was man Politikern oft vorwirft. Da wird geredet, aber was kommt dabei heraus? Jetzt weiß ich, warum Sie gegen Masterpläne sind. Ich habe das Privileg, sehen zu können, dass Dinge so wachsen, wie man es sich wünscht. Und deshalb bin ich ein Optimist. In 20 Jahren machen wir hier noch mal eine Sendung und dann sprechen wir über das, was Sie jetzt träumen. Wenn das mein Alter noch zulässt, gerne. Ja, das schaffen wir noch. Irgendwie schaffen wir das. Wenn Sie jetzt mal so träumen, 20 Jahre, Sie mögen keine Masterpläne. Was halten Sie denn von den ganzen Clustern, die erfunden wurden? Auch so ein neudeutsches Wort wird übersetzt mit Leuchttürmen. Ist das das, was so in Ihren Träumen ist? Wir müssen da einen Leuchtturm haben und da einen haben. Wir setzen einfach einen Leuchtturm irgendwo auf die Wiese und der wird es schon werden. Ja, wissen Sie, ich war ja für die Industrie auch sehr viel international unterwegs. Und da findet man Cluster. Silicon Valley für die IT-Industrie ist aber nicht von oben erfunden worden. Und das ist genau der Punkt. Sie weisen auf das hin, worauf ich auch hinweisen möchte. Dort, wo Unternehmen, Forschungseinrichtungen zusammenkommen, im Grunde auf einem Haufen sind, da spricht man vom Cluster. Und in Berlin hat man versucht, Cluster am grünen Tisch zu erfinden. Ja. Und das wird nicht funktionieren und dagegen bin ich. Deshalb sehe ich, was tut sich in der Stadt, wo ist Kompetenz in Forschungseinrichtungen, wo sind Unternehmer mit kreativen Ideen. Und wenn man die flankiert, zielgerichtet, mit Wirtschaftsförderung, mit Entbürokratisierung, wo es gebraucht wird, mit zielführenden Maßnahmen, dann wird eines Tages dort eine lebhafte Szene entstehen und dann können wir die auch Cluster nennen. Aber ich bin niemand, der am Reißbrett macht. Ich möchte. Das heißt, da, wo die Pflanze schon sprießt, da gibt es Wasser. Da gibt es Wasser und da muss man zu bestimmten Zeiten etwas Wasser und Dünger beifügen. Und was wir sonst noch brauchen in Berlin, darüber sprechen nach der Pause weiter mit unserer Wirtschaftssenatorin Cornelia Itzer. Sie ist gerade mal fast 100 Tage im Amt, so genau wissen wir es nicht, 98, 99, wir rechnen das auch nicht nach, ist egal. Ja? Also große Träume, große Umsetzungsfähigkeit, großes Potenzial und was das alles ist, bis nach der Pause. Bleiben Sie dran.